Kein Diktionär mit Definition immer just eng wieder löscht die Telkel auch auf luxdico.com zurückzufahren aus. Das ist ein evolutiven Projekt, den die Herren Lullinger Schanen 2003 um Internet lanciert haben, weil er nicht für einen Zugang zum Internet hat, an den Demand von Bausse gehen hat, als mit den Edition Schortchen ein Editor von gehen, den die wieder löscht lotzwängen günstigen Preis an Buchform herausgehen hat. Eben 1000 Seiten deckt Buch, der sich besonders und dessen Publik riecht, der Jerome Lulling. Was nur wichtig ist, dass das den echten Diktionär empfangen hast, den eng, so ein voluminäres Litzburg wieder löscht wird. Und das ist natürlich dann interessant für all die Frontalien, die als Spruch wollen, sollen oder müssen lehren, dass sie, wenn sie litzburgischen Text lesen, zum Beispiel Wort wie KW-Schildchen, dass sie das dann auch rumfangen. Wenn nicht, dass sie dann müssen vom französischen Écureuil müssen denken, okay, das kann KW-Schildchen sein. Und das finde ich dann auch zu Namur, wo ich der Universität in Litzburg gehöre, und statt direkt an Nürt, weil sie einen super guten Mann geschafft. Also für alle, an erster Linie, also tatsächlich für alle die Frankophonen, die Eisspruch für alle lehren, soll als praktisch Hilfe gedürft sein. Aber auch für Lützebäuer kann das 24.000 Wörter lang Lust nützlich sein, wenn man zum Beispiel die Schreibweise von einem Wort will nur sichern. Wenn man so ein Buch publiziert, dann braucht man natürlich einen Sponsor, aber die war nicht einfach zu fangen. Vom Conseil National de la Langue Luxembourgeoise kommen Refü. Wobei ich aber auch nicht will, hier die Hand beißen, die mich gefedert hat. Ich war schon ganz froh, dass wir überhaupt das Belchecker finanziert konnten. Wie tun aber das Belchecker 2002, am September 2002 mein Kontrakt aufgelaufen sind, am November 2002 hatte ich auch zu tun aus meiner Doktor-These angemacht, wollte ich aber mit dem Material, was wir da gesammelt haben, weiterschaffen und du nicht mehr Schanen gefroht, das war mein früherer Direktor der Recherche, ob er will man in dem Projekt schaffen. Dem Linguist Jerome Lullinger so männlich dänisch des Iverig blieben wie bei Sänger Tata und Tier zu klappen, an der das kein anderen wie CSV-Europa-Deputiert Astrid Lulling, der die Lützebäuer Spruch um Herz leidt an die diese Konst ermischt. Es wird ganz viel geteint, mis mir für die Lützebäuer gemacht gehen. Aber wenn es darum geht, dann zieht sie drin sich zurück. Am zweiten Teil von diesem Sujet gehen wir ein bisschen mehr auf Kritik von Astrid Lulling an. Der Luxdico ist nämlich eng von den solchen Initiativen, die an der Lecht von Privatzeit aus geholt sind. Die Frau leidt nur, für wer es nicht möglich ist, für all die Erfahrungen zu bündeln und Leute und ihn durchzubringen. Eng sagt, die leider nicht evident ist, wie der Jerome Lulling sieht. Schon die drei Galionsfiguren von der Lützebäuer Linguistik, da von der Lützebäuer Spruch, lassen wir so den Herr Atten, den Herr Roth und den Herr Josi Braun. Und soweit ich weiß, dass Herr Josi Braun hat mir das selber eigentlich gesagt, hey, geht nicht an den Saal, wo den Herr Atten sitzt. Also, da muss die Sache viel gefallen sein. Früher waren dann nur noch die Streitereien zwischen Lex Roth und dem Herr Hoffmann, der mittlerweile verstorben ist. Ich bin zu jung, für Logene zu wissen, was da alles passiert ist. Mir selber dürfen auch schon so Key gespielt. Ich kann mich erinnern, wie ich den Prozess Spellchecker wollte vorstellen bei einer Konferenz. Dort den Organisateur hat nur zu mir gesagt, ja, wie wir dich vorgeschlagen hatten, dass du die Projekt da gingst vorstellen. Du hast gesagt, nein, nehmen wir nicht den Lulling. Und dabei will ich keine Reklame für meinen Tata machen, mal aus meinem Hobbyschuss den Beruf, sagte Jerome Lulling, den auch von viel Gast an Neid schwätzt, wenn es darum geht, die verschiedenen Spezialisten zusammenzubringen. Nur eine kleine Pause, kommen wir auf diesen Aspekt zurück. Wie der Linguist und Co-Autor von Luxdico, der Jerome Lulling, schon vier Jahre sagt, geht es zwischen den verschiedenen Koryphäen aus dem Lützebäuerischen enorm Rivalitäten. Rivalitäten, die uns sich nach geniert gehen durch die heute Politik. Da muss ich wissen, dass DAX auch immer nur ein nominiert geht, für so die Direktionen zu überholen von den Diktionären. Ja, das geht schon recht im Streiterei, gell? Dann hast du dann Posten geschafft gehen und dann darf dann auch nur den das machen. Und da gehöre ich zu auch gewöhnt, muss ich sagen, dass den Leuten, die dann so eine Poste kriegen, wie zum Beispiel für den neuen Lützebäuer Diktionär zu lesen, dass die dann Kollaboratoren angefragt haben. Und dann haben sie gesagt, nee, sie kein Suchen dafür. Do. Und da ist irgendwie gewissen Dilettantismus. Man geht aber auch, wie auf viele Fälle, Suchen, wie der Jerome Lulling sieht. Mein Diktionär, ich weiß zwar noch nicht, ob er in Dummer der Reich kann gehen, aber er kann ihn zumindest verkaufen und kann ihn eventuell für die Medien aufmerksamkeit. Da geht durch den Gast und den Neid los, in das sicher, wenn man als tatsächlich Kinder ähnliche für so Synergien zu kreieren und ein Team aufzustellen, wo nicht ein dem anderen sein Teufel ist, weil letzten Endes ist es schon die Lützebäuer Spruch, die durch ihn erleidt. Lützebäuer Spruch 4 Uhr bringen, das dafür, wofür die Europa-Deputier Astrid Lulling sich fort de Combattant für ein Mal so zu suchen, bereit erklärt hat, den Luxdico zu sponsern, an den Deal von ihrem Internet-Site dafür zur Verfügung zu stellen. Für sie geht Lützebäuer Spruch hier am Lande wie Steifkant behandelt, nicht verständlich zum Beispiel, dass ihre Neveu ob Namur oder Treier muss gehen, für Lützebäuer zu enseignieren, an hier am Land kein Platz finden.
könnt. Et kann er jo Professor von allem gehen zu Lützeburg, bal von der Dodangst. Mit kann er nicht Professor gehen vom Lützeburgischen. Und dafür habe ich gesagt, weil das Projekt mir gefallen hat und weil es nicht mehr konnte realisiert gehen, wenn ich gegen eine Hand mal durchpacken und das unterstützen, dafür habe ich das gemacht. Wie verstehst du mich, dass die Tulling für all die Leute, die sich nur am Kader von der EU-Osterweiterung darüber abgeregt haben, dass ein Mini-Lande wie Malta sein Spruch als Erbisspruch akzeptiert wird, dass Lützeburg aber weiter da draußen bleibt? Maltese schon zu Malta. Eine ganz andere Stelle wird, besonders an der Education, wie Lützeburg zu Lützeburg. Das sollen all die, die lo Zeitungen voller Leserbrief schreiben, das sollen die mal bedenken. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir ja gar keinen Grund dazu verlangen, vom reisischen Gesetz nicht auf Lützeburg machen, die sind nicht noch Französisch. Aber mit Lützeburg so als Stiefkant behandeln, wie wir das an unserer Schule machen. Also da können wir aber vielleicht gut tun. Und du meinst nicht, wie wir vielleicht mitgescheit, wenn wir nicht so viel gegen insistieren. Maltesisch ist zum Beispiel Hauptfach an den maltesischen Schulen. Aber wie wir wissen, als Lützeburg bei Eisengsach, die so just unter ferner Liefen an den Schulen abtaucht.